Ich denke, dass wir in zwei Spielen verdient aufgestiegen sind. Ja, erste Halbzeit war ausgeglichen von den Chancen her, denke ich, Basel vielleicht mit einem leichten Übergewicht. Das haben wir in der Halbzeit angesprochen, dass wir uns defensiv noch mehr unterstützen müssen. Ja, zweite Halbzeit haben wir das Spiel komplett im Griff bekommen, haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und sind, wie gesagt, in zwei Spielen verdient aufgestiegen. Du hast ja den Lastweg seit 2015 beschritten jetzt. Wie ist das jetzt? Ihr hört nächste Woche die Champions League hören. Ist das schon bewusst geübt? Habt ihr ja schon mal in der Kabine. Ja, ich kann es jetzt, glaube ich, noch gar nicht in Worte fassen. Müssen wir mal eine Nacht drüber schlafen. Wir haben wirklich Historisches erreicht. Uns hätte keiner zugetraut, dass wir dieses Q3 überstehen, aber etwas, das uns von anderen Mannschaften abhebt, ist unser Teamgeist, unsere Mentalität. Es ist einfach unglaublich. Jeder ackert für jeden, jeder ist für jeden da. Und ja, wie gesagt, das hebt uns im Moment von anderen Mannschaften ab und deswegen können wir uns auch gegen qualitativ bessere Mannschaften durchsetzen. Wie war das in dieser Phase, als das 1:1 fiel? Was ging dir da durch den Kopf? Ihr habt es ja auch wieder sehr gut weggesteckt und habt dann die Nadelstiche gesetzt. Ja, was ging mir durch den Kopf? Nicht viel. Es geht ja weiter, Schlag auf Schlag. Wir haben mitbekommen, dass uns ein bisschen die Kräfte ausgehen. Deswegen hat der Trainer auch gewechselt mit Frieser und Ragus hat er zwei frische Kräfte gebracht. Frieser hat das zweite Tor eingeleitet, das dritte aufgelegt, Marco hat das dritte Tor gemacht. Und das ist eben das, was ich gesagt habe, unser Teamgeist, unsere Mentalität, jeder ist für jeden da. Wenn der eine nicht mehr kann, springt der andere rein und bringt das Spiel nach Hause. Blick voraus, Brügge? Ja, Blick voraus. Wir sind natürlich wieder der Außenseiter, das ist uns bewusst. Ich glaube, dass man Brügge noch eine Stufe höher setzen kann als Basel. Wir werden zwei herausragende Leistungen brauchen, dass wir diese Runde überstehen. Aber ja, wir werden genauso wie gegen Basel in die Spiele gehen, wir werden mutig auftreten, wir werden versuchen, unsere Chancen zu nutzen und dann schauen wir mal, was rauskommt. Ich habe so riesenfrei gehabt, aber einfach auch für die Mannschaft, weil wir so gekämpft haben, genau für diesen Augenblick und den haben wir erreicht und ich bin einfach sehr, sehr stolz und dass ich natürlich das 2:1 machen habe können, das macht mich auch sehr stolz und ich weiß, dass ich in der Vorbereitung nicht viel da war, weil ich verletzt war und habe erst gebraucht, dass ich wieder reinkomme und das da gibt mir unglaubliches Gefühl und auch für die weiteren Aufgaben. Die Stimmung war überragend und wir haben aber als Mannschaft versucht, dass wir da eine gute Leistung bringen und das ist, glaube ich, sehr gut gelungen. Und für uns war wichtig, dass wir heute den Schritt machen und wir haben es geschafft und vor zwei Wochen jetzt haben es weniger zugetraut, jetzt sind wir da und ja, wir sind sehr, sehr froh. Wie war das nach dem 1:1 jetzt? Ihr seid ja dafür bekannt, dass ihr Charakter immer wieder zeigt und auf alle Eventualitäten vorbereitet seid. Wart ihr darauf auch schon mental vorbereitet, dass so eine Situation eintreten kann? Naja, mental vorbereitet ist man auf sowas nie, aber wir haben jetzt super Typen und das hat man auch, glaube ich, gesehen. Wir haben da eine nette Ruhe verloren und ja, wir haben dann auf unsere Chance gewartet, ist dann gekommen, dann haben wir das entscheidende Tor gemacht und dann sagt man auch nochmal, dann haben wir sogar noch ein drittes gemacht und das ist, glaube ich, auch Mentalität von uns. Und nochmal zu deinem Tor. Ich denke auch nochmal ein Jahr zurück. Du bist damals ausgewechselt worden beim Stand von 1:0 gegen Besiktas. Du musstest von draußen mit ansehen, wie das dann plötzlich verloren geht oder beziehungsweise ihr den Aufstieg nicht schafft. So, und jetzt hast du diese Vorbereitungsphase gehabt im Juli. Alles sehr, sehr schwierig für dich alle. Hat sich bei dem Tor alles entladen bei dir? Typisches Golginger Tor? Ja, schon ein bisschen. Muss ich ehrlich sagen, es war nicht so eine einfache Zeit, weil bei der Schambeinentzündung weißt du leider nie, wie lange das mal ausfällt. Und ich habe Gott sei Dank jetzt nicht so lange gebraucht, aber es hätte ganz anders ausschauen können, dass ich nicht spielen kann. Aber ich habe alles gegeben für das, dass ich da auf dem Platz stehen kann. Und natürlich läuft da nicht alles zu 100% rund, das weiß ich selber, aber das Tor, das gibt mir ein unglaubliches Gefühl. Und auch für die weitere Zukunft wird es überragend. Es ist jetzt einmal sehr, sehr schwierig zu begreifen, was da jetzt überhaupt los war. Ich meine, wir haben von Anfang an eine sehr gute Leistung gebracht. Und dass jetzt so geendet hat, das ist natürlich wie im Traum. Du kommst rein und dann gleich wieder das Tor. Also du warst bei den entscheidenden Toren dabei. Ja, ich sage, das Spiel läuft trotzdem auf Messerschneide. Es ist ganz eng, 1:1 und dann macht der Kollege Gott sei Dank 2:1. Dann machen die Basler halt hinten auf und mir gelingt das 3:1 und ich bin sehr froh darüber. Was hat dir der Trainer mit auf den Weg gegeben bei der Einwechslung? Ja, der war ja ein bisschen wütend auf mich, weil ich die Dress nicht gleich parat gehabt habe, aber dann hat er sich natürlich gefreut, dass mir der Treffer gelungen ist. Du warst Oberösterreich nochmal. Was bedeutet das jetzt für Oberösterreich? Was bedeutet das für den LASK? Ja, ich glaube, wie gesagt, das wird man noch in 20 Jahren, wird man noch darüber reden. Das ist jetzt Historisches gewesen und wir wollen aber trotzdem mehr. Wir wollen in die Gruppenphase und für das werden wir jetzt jeden Tag sich vorbereiten, damit wir Brügge auch noch eine haben. Brügge, wann hast du das mitbekommen, dass es der nächste Gegner wird? Wir haben es direkt oben an der Leinwand gesehen.
ich glaube, das wird schwierig genug, aber wir freuen uns sehr auf die Aufgabe und ich glaube, es wird machbar.